So, da ist man wieder. Wir sind gerade auf dem Weg hier rein zum Frühstück und wollten jetzt mit Radke reden hier, mit unseren Kommandeuren. Wir haben das letzte Mal das Tonband abgespielt. Ich bin gespannt, was wir jetzt für einen Auftrag kriegen. Und Harding ist tatsächlich nicht da. Die haben den echt geschnappt. Der sitzt auch nicht mal da hinten in der Ecke. Mal gucken, was hier passiert. Captain. Ich habe Tonband abgespielt, Major. I played your tape, Major. Meet us later, Captain. There is something further we need to discuss. Oh, jetzt wird's spannend. Jolly good work with the tape, old boy. I haven't seen the chap so happy in months. But there's been a hitch. You see, your prank was actually a ruse to distract Jerry while one of our boys swiped some documents from the Commandant's office. But he wasn't quite careful enough. Or somebody tipped off the guards. Not the trusting type, are you, Major? But I'm feeling generous, so I'll tell you what. Leave it to me. I'll have those papers on your desk in no time. Good show, Stone. That's the spirit. But you might find it easier if you go in undercover. See if you can get your hands on a German uniform. Sniffing around Jerry's huts would be your best bet. Although, some of them may well be locked. Major, any chance of rustling up a key? I will have one placed in the captain's hiding place in Barrack 2. I'm touched, Major. I didn't know you cared. Oh, la 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 la. Warum erinnert mich Radke so an den Sohn von Al Bundy? Irgendwie tut er das. Ich habe keine Ahnung. Wir haben also eine neue Mission. Okay, morgen ab erstmal. Es regnet. Ach du meine Güte. Good morning, gentlemen. It appears you are all present and correct. Dismissed. Alles klar. Wir haben es gesehen. Wie hieß der jetzt nochmal? Harding, genau. Harding hatte eine Mission, als er damals geschnappt wurde. Und hat sie nicht ausführen können. Der wollte ja dort hinten in diesem Gebäude, dort hinten, wo sind wir jetzt? Da hinten in dieser Villa wollte er ja rein und wurde geschnappt. Harding, weil er wie ein Unruhestifter aussah. Ja. Und jetzt wollen wir das Ganze erledigen. Ist auch interessant. Das ist eigentlich richtig spannend. Jetzt so ein bisschen Regen, so düster alles. Wir müssen da jetzt rein. Keiner davon sehen. Vor allem Harding, vielleicht hat ihn ja tatsächlich irgendwer verraten. Haben wir hier irgendeinen Spitzel unter uns? Ja. Ich glaube, alle sind sicher hier. Alle am Nicken, klar. Ne, klar haben wir hier einen Spitzel. Ja, keiner will's sein. Ja. Ich verstehe schon. Was hast du denn eigentlich für komische Mütze? Du bist verdächtig. Du hast eine komische Mütze. Was steht denn da drauf? Bleib mal stehen hier, Freundchen. Guck mich mal an. Du sollst mich angucken. 8, 8, 8. Liebe Freunde, wenn das nicht unser Spitzel ist. Ich denke, jeder weiß, was 8, 8 zu bedeuten hat. Was jetzt dreimal die 8 zu bedeuten hat, das ist ja hier Ultimatus Maximus, das Allerschlimmste vom Allerschlimmsten. Meine Güte, das ist Duchamp. Duchamp, ein Franzose dazu auch noch. Der Spitzel. Das gibt's ja nicht. Okay, ich muss jetzt erstmal raus. Ich muss irgendwie... Okay, ich werde jetzt dorthin gehen. Nein, ich muss jetzt erstmal eine deutsche Uniform finden. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt einfach hier rausgehen, werde mir den Schlüssel holen und irgendwo rumgehen, um... Ich werde erstmal versuchen, irgendwen zu fragen, ob... Warum steht der denn hier alleine draußen? Hat der Heimweh? Warum steht der hier? Warte, du hast auch eine Mütze. Du hast auch eine Mütze an. Okay, du bist in Ordnung. Du bist vermaßt. Du bist der Belgier. Waiting your orders, sir. Nein, freu mich. Dich wollte ich gerade nicht... Was ist denn jetzt hier passiert? Ist die vom Himmel geflogen? Ich muss jetzt mit irgendwem reden, wo ich jetzt Uniform herbekomme. Wen haben wir denn hier? Ich gehe aber mal rum. Need a hand, sir? Just say the word. Just say I'll speak to you later. Duchamp. Duchamp hat uns gesagt, wo das Verwaltungsbüro ist. Das heißt, der Spitzel von dem erzählt uns die ganze Zeit, wohin wir müssen. Das ist ja noch dreister, als es überhaupt dreister sein kann. Das ist total dreist. Dass der uns das gerade erzählt. Also irgendwann werden wir eine Falle tappen, glaube ich.
Hat das Tool meiner Ansicht nach gut geklungen? Did the tape sound okay to you? A little flat, I thought. But the look on the guards' faces was most amusing. Ich denke, seine französische Akzent ist nur gespielt. Wo geht's zum Büro des Kommandanten, Duchamp? Which way is the Commandant's office, Duchamp? The Commandant resides in the big building in the east of the camp. But heavy security makes approaching it impossible. Even if you were dressed as a German, I think you would fail, Capitaine. Wie könnt ihr eine deutsche Uniform auftreiben, Duchamp? Where can I find a German uniform? I do not know. Perhaps in one of the buildings to the east of our POW compound? Perhaps not. Either way, you will not get in without a brass key. Okay. I'll speak to you later. Ich weiß nicht, was ich von der Mütze halten soll. Vielleicht hat er die auch nur geklaut, weil ihm zu kalt ist. Aber irgendwie kommt er doch ganz lieb rüber, oder nicht? Erzählt uns, dass wir auch mit Kostüm es richtig schwer haben würden. Mit der Uniform auf der Ostseite. Ich werde dann später mal auf der Ostseite da hingehen. Da ist der... Seht ihr da hinten? Da ist der Koch wieder! Der Koch geht wieder in das Gebäude. Ey, ich bin gespannt. Und der Kommandant geht jetzt auch rein. Der Kommandant und der Koch. Ich hab das gewusst. Kommandant und der Koch. Das ist nicht so fassen. Ich bin gespannt, was wir da rausfinden werden, wenn wir da rein müssen. Das wird echt geil spannend. Ey, ich bin jetzt gerade so mächtig hier in Laune. Ich muss irgendwas rausfinden. Ich muss die Uniform auf der Ostseite. Alles klar, muss ich hier irgendwie rauskommen? Irgendwie warten erstmal jetzt hier, bis das Ganze vorbei ist. Aber das ist echt... Ostseite. Jetzt ist der... Der Koch kommt wieder. Und dahinter der Kommandant. Das kann man... Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber es ist nicht zu fassen. Jetzt geht der Koch wieder hier rein und der Kommandant da hinten irgendwo nach Tombuktu. Das gibt's nicht. Mit dem Messer. Also, was geht dort ab? Jetzt geht der Kommandant wieder rein. Was hat der da gerade entsorgt? Ich bin echt... Nein, ey. Das ist echt nicht zu glauben. Was geht denn hier ab? Das ist der Freund. Und Koch, da geht er. Die treffen sich immer, jeden Tag, um die gleiche Zeit, um 10.30 Uhr, treffen sich in dem Haus. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht. Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß nur, der Freund, der geht immer in diese Ecke dort. Der hat doch irgendwelche Magenprobleme oder so. Und ich müsste jetzt eigentlich gerne mal zurück den Messingschlüssel holen. Um dann quasi die Uniform herzubekommen. Und dann aber auch mit Uniform wird schwer. Also ich bin da echt skeptisch, ob das klappen wird beim ersten Mal. So, die Show, mit dir will ich nicht reden. Nee. Wie gibt's hier noch so? How's it going, sir? Könnt ihr bitte das Gebäude des Kommandanten zeigen? Oh, da haben wir noch so einen, der uns alles zeigen kann. Can you point me towards the Commandant's building? There's a Frenchman you best ask about that, sir. Calls himself Duchamp. Knows this place like he was born here. Ja, warum kennt er den Ort? Weil er gar kein Franzose ist. Wie finde ich diesen Duchamp? How do I find this Duchamp guy? You can't miss him, sir. He seems to have a liking for sleeveless jumpers. Wissen Sie sonst noch etwas zu vermeiden? What else do you know about avoiding the guards? Well, it's worth checking through the keyhole before entering a room. Those guys patrol indoors as well as out. Und... Wie kann ich sicherstellen, dass die Wachen meine Verkleidung nicht erkennen? How can I make sure the guards don't see through a disguise? Just that casual. That's the best thing. But don't get too close, sir. And don't do anything out of the ordinary. Like they tell you at school, walk, don't run. Okay. I'll speak to you later. Ich werde es bemerken. Gute Tipps hier von... Der erinnert mich an einen Schauspieler. Das sind hier alles so welche Sachen, an die man sich irgendwie erinnert. Ah, ich kann nicht... Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, die Uhr tickt. Was haben wir hier vor allem, Kumpan? Der pennt doch, oder? Nee. Der pennt nicht. Ich kann ihn eigentlich mit einem Stein abwerfen. Ich mach das mal gleich. Aber erstmal rede ich mit dem. Nee, der will gar nichts. Der ist total weg. Der hat irgendwie ein zu viel genommen, glaube ich, oder? Wartet mal. Oh! Verdammt! Wollte ich gar nicht! Verdammt! Scheiße! Ich muss weg!
Oh Mann, alle verfolgen mich. Nein, ich muss weg. Hier, die Hundehütte hier rein. Ach du meine Güte. Das habe ich nur getan. Ich werf den einfach dreist ab. Das war echt schlecht. Das war echt nicht gut. Ich mach's auch nie wieder, ich verspreche es. Aber bitte, bitte, tötet mich nicht. Oh, habe ich die jetzt abgehängt? Warum steige ich nicht in den Wagen und fahre einfach hier weg? Das wäre doch viel einfacher. Oh, nee, das ist immer noch der Kleine. Oh nein. Oh nein. Der läuft mir ganz zu hinterher. Ich werde den Schlüssel holen jetzt. Und dann mache ich mich mal auf dem Staub hier. Erstmal in Richtung Osten. Also schnell den Schlüssel holen. Wenn ich den jetzt verliere, wenn er mich kriegt. Das wird echt schlecht. So. Wir haben 225 Zahlungsobjekte. Das ist echt gut. Osten, also dort lang. Ist das hier schon ein... Nee, das ist es nicht. Dort irgendwo. Das könnte tatsächlich interessant werden, wenn ich da mal rüber käme. Soll ich es versuchen? Oh nein, der ist... Ich komme hier vor allem gar nicht rüber. Doch, hier komme ich rüber. Hier ist kein Stacheldraht oben. Ist hier irgendwo ein Turm in der Nähe? Auch nicht. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Dann warte ich kurz, bis der hier weg ist. Da liegt ein Ball. Oder was ist... Ist das eine rote Nase? Eine Clownsnase? Was ist das da? Hier? Ah, das ist einfach nur... Scheunenbereich sind wir jetzt. Hier war ich noch gar nicht. Also ich könnte jetzt eigentlich... Hier mal so rumgehen. Da ist eine Wache. Da ist eine Wache. Oh, geh mir rüber hier. Könnte ich mal hier rein? Kann ich jetzt hier rein? Das ist ja hier gar nichts. Das ist ein Gebäude, das aber nicht ganz heile ist. Nicht mehr ganz heile. Was findet man hier? Gar nichts. Komplett gar nichts. Waffen, Munition. Oh! Eine Crowbar. Interessant. Dann nehme ich die mal mit einfach. Warum auch nicht? Ich werde mir jetzt einfach... Okay, ich gehe jetzt einfach hier raus. Ich muss jetzt einfach... Oh oh. Oh oh. Oh, ich habe immer Pech. Ich habe immer Pech. Immer Pech. Nein, hoffentlich trifft er mich nicht mehr. Boah. Ey, das gibt's doch nicht. Ah, schon wieder bei der Tante hier. Must you keep disobeying the guards? Ja, muss ich. So lucky next time. Nur wegen dir muss ich. Ich muss immer nur hier rein, damit ich dich wenigstens einmal in der Woche sehe. Ding, 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 ja, ja. Ich hab den Schlüssel nicht mehr, oder? Ich hab ihn nicht mehr. Schuhcreme. Was soll ich mit Schuhcreme? Okay, müssen wir uns den Schlüssel wiederholen. Alle da? Außer Harding? Okay, das Ganze überspringen. Muss man mal hier mit Radke reden, damit er mir den Schlüssel wiedergibt. Nee, das eigentlich nicht. I'll speak. Ich muss einen Messingschlüssel kaufen. Von irgendwem kaufen. Ich muss ihn irgendwo kaufen. Where could I find a brass key? If you were lucky, you might find a brass key hanging on a wall in the mess hall. But these are not lucky times, Captain. I'll speak. Move, prisoner, schnell! Das wird schlimm, das wird schlimm. Kann ich mir den nicht kaufen? Wo finde ich den Verkäufer? Wer war das nochmal? Waiting your... Nein, Plunkett. I'll speak to you later. Ich brauche irgendwen, der mir das Ding verkauft. Was du das? Good to see you again, sir. Ja, genau. Ich brauche Messing. Ah, super. Excellent choice, sir. Tell you what.
sogar Uniform hatte, aber können wir jetzt nicht finden. No thanks. Well, you just come and find me. Na, dann machen wir. Ich werde jetzt auch gar nicht lange hier überlegen. Ich gehe wieder raus. Schnell. Wieder das jetzt, wenn jetzt schnell geschafft hat, diesen Schlüssel dort reinzulegen. Also das wäre ja jetzt mal was, wenn er da jetzt wirklich wäre schon. Tatsächlich. Also die Lieferung, aber wie auch immer der es anstellt, aber er liefert echt pünktlich. Jetzt kommt mir zugute. Osten wieder. Mami auf dem Weg. Muss ich erstmal wieder dahin finden, das Ganze hier. Erstmal hier verkriechen. An der Wand. Das geht auch. Oh nein. Warum probiere ich das überhaupt erst aus? Also, ist ja klar, dass es nicht klappt. So, kann ich ihn treffen von hier? Eieiei, wäre der stehen geblieben, hätte ich den jetzt getroffen. Okay, jetzt nochmal schnell hier rüber. Und jetzt, im Osten, sagte er. Wo im Osten? Ich muss es irgendwo finden. Ich werde jetzt mal wieder hier rüber klettern. Geh mal hier lang. So, hätten wir's. Ich glaube, da kommt einer. Oh nein. Okay, das geht noch eigentlich. Ich bin hier total falsch. Total falsch. Es wird selber versaut. Irgendwie. Ich muss quasi eigentlich nochmal darüber. Ich werde mich jetzt einfach erstmal hier hinstellen und warten, bis der hier weg ist. Könnte ich an dem vorbeilaufen und dann? Das war knapp. So, geht meine Deckung auf, sind wir verloren. Darf es aber nicht. Okay, wo finde ich das jetzt? Wo finde ich das Ganze jetzt hier? Ich auch nicht. Schnell rüber, schnell! Schnell! Geh da rüber! So ist gut. Aha! Wäscherei! Das ist gut, das ist gut. Mach bloß die Tür zu. Wo finde ich jetzt das Ganze? Ah, hier haben wir es. Nein, ich muss es nehmen. Ich muss es quasi in die Box legen dann. Ah, das wird echt schwer. Das wird schwer. Was haben wir denn hier? Kann ich hier rein? Das ist ja mal lustig. Da kann ich mich verstecken. Das ist ja echt. Das ist mal cool. Okay, wir haben das Ding. Wir haben das Paket. So, was geht jetzt? Ist hier irgendwer? Da hinten ging gerade eine Schranke hoch. Ich muss jetzt schnell zurück. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Warte, jetzt könnte ich rüber. Genau jetzt. Geh noch rüber! Genau. Was ist das eigentlich? Klapp mir. So, ich glaube, wir hätten das dann. Jetzt kommt mir gerade, hat sich irgendwas mit der Grafik geändert gerade. Es kommt mir gerade ein bisschen vor wie Minecraft. Vor allem der Boden hier und so. Das war vorher nicht so, oder? Denkt man, dass wir es beim nächsten Mal geklärt hat.
So, das Ganze ablegen. Dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Zurück ins Lager. Ich werde jetzt hier speichern. Und beim nächsten Mal wieder an dem Bett hier. Bis dann. Haut da rein. Und bis dann.